So. Ich wollte nur den schon einen probieren. Aha. Ich will bei allem anderen auch probieren. Aber du nicht den Anfang machen? In Zukunft werden wir nicht darum herumkommen, Insekten zu essen. Ich will herausfinden, wie die Schweizer auf Insektenfood reagieren. Ich bin Andrea und das ist mein Future Food Lab. Sie ist bekannt als Enfant terrible für Haute Cuisine und ich freue mich darauf, zusammen mit der Meta Hildebrand die Insekten in wahre Leckerbissen zu verwandeln. Beim ersten Mal, als ich dich kennengelernt habe, hast du mir gesagt, es ist eigentlich alles kein Problem für dich, aber der Maulwurm als Wurmartige. Genau, die Würmer gehen einfach nicht. Wie, die leben ja noch. Ja, das sind unsere kleinen Laborhaustierchen. Ja, sie tönt schon. Ist schon gut. Mit dem hast du jetzt ein Problem, oder? Ja, also es ist noch auf genug grosser Distanz. Wenn zwei Frauen wie du und ich in einer Küche stehen, dann muss es wieder auf einmal bunt sein, es muss wild sein. Es muss unbedingt geckig sein, das sieht man an der Farbe, die ich mitgebracht habe. Und darum machen wir eine Rande Panna Cotta mit Mehlwürmern drin. Dazu gibt es einen Algensalat mit einer Honigvinaigrette und gebratene Heugümper. Und dazu ein Chips mit Ameisen. Haben Sie eine leichte Süße? Mhm. Ameisen. Ich habe zwei Sorten mitgebracht. Zuerst hier noch Köpfchen, da siehst du sogar noch die Augen, die Flügel. Das sind eigentlich so der Kaviar unter den Insekten. Also die sind auch ziemlich teuer, da, die Schwarzen. Mhm. Okay. Hast du eigentlich jetzt nicht Bedenken gehabt, wenn man dann plötzlich liest, Meta Hildebrand kocht mit Insekten? Das wäre von mir eigentlich idiotisch oder unprofessionell, zu sagen, ich verwehre mich dem Thema gegenüber, weil es einfach irgendwann kommt. Wir haben in der Zukunft ein Problem mit Nahrungsmitteln. Wir haben viel zu viele Menschen und zu wenig Produkte irgendwann. Und nur noch ganz wenige Leute werden es sich leisten können, mit diesen Grundursprungssachen wie ein Trüffel, etwas, das im Boden wächst, oder wirklich Fleisch, in dem Sinn, sich das zu leisten im Restaurant. Mhm. Aber wenn du die Produkte so verarbeitest, dass man sie in dem Sinn nicht erkennt als das Tier, das ist wie ganze Sau, wenn sie nämlich auch nicht essen, aber das Gottlieb findet es fein. Mhm. Und jemand in die gleiche Richtung muss auch mit Insekten gehen. So, ich bin gerade hier in Thun am Bahnhof angekommen. Ich weiß nicht ganz genau, was auf mich zukommen wird. Es gibt eine Kochshow, das weiß ich schon mal. Wir werden dann die Mehlwürmer grillen, Heuschrecken probieren und dementsprechend beurteilen. Wir sind aber nicht alleine, es hat noch andere Tester hier. Nathalie, die Lara, Juliette. Ja, ich bin total gespannt, das ist eine lustige Erfahrung. Wenn Panna Cotta die Konsistenz hat, ist es perfekt. Und jetzt dekorieren wir das Ganze mit den Würmern. So, jetzt fangen wir an anrichten. Das sieht geil aus. Du kannst irgendwie nicht warten. Die sind schon viel besser als die getrockneten. Nussig. Für mich fehlt noch ein bisschen Zucker oder Honig. Für unser kleines Gourmet-Menü haben wir heute verschiedene Leute eingeladen. Der Thierry, ein Kollege von mir. Wir haben Carla, sie ist Designerin und kreatives Stadtkind. Dann haben wir den Marc, der liebt es einfach gut zu essen. Und dann haben wir noch eine Gruppe von vier jungen Chicks, Swiss YouTubers. Sie filmen sich bei ihrem alltäglichen Leben. Wir präsentieren euch eine Rande Panna Cotta mit Mehlwürmern. Dazu gibt es einen Algensalat mit frittierten Heugümper. Und abgerundet wird das Ganze mit einer Honig-Vinaigrette in der Pipette und einem Ameisen-Chips. Yummy! Für mich sieht es aus wie ein Candy Store auf dem Teller. Also, ich habe mich gefunden, ja gut, probier's mal. Okay. Nathalie, geht gar nicht. Hast du schon probiert oder nicht? Ich habe alles probiert. Hast du alles probiert? Mhm. Mehlwurm überhaupt nicht deins, hä? Also es hat doch noch mehr. Wir haben von allem Thierry.
Also den Heugümper finde ich jetzt nicht so fein. Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt noch einmal einen essen. Go for it! Ich glaube, es hat sich wieder einmal gezeigt, dass die Meinungen einfach extrem auseinandergehen bei diesem Thema. Es polarisiert und denen schmeckt es und denen nicht. Aber sonst würde ich sagen, haben wir gut gemacht. Ja, merci. Super. Cheers.